Am 28. Oktober 2020 trat der Berliner AK zu seinem letzten Pflichtspiel vor der Pause an. Sie feierten damals einen 2:0-Sieg gegen die VSG Altklinike. Nun treffen beide Mannschaften im Halbfinale des Berliner Pokals erneut aufeinander. Der neue Modus macht es möglich. Der Pokal wird mit den Viertligisten zu einem sportlichen Ende gebracht und somit kann die VSG auch den Titel verteidigen. Tabellarisch liegen sie in der abgebrochenen Regionalligasaison noch vor dem Berliner AK. Sie sind vermeintlich der Favorit, aber es ist ein Kaltstart für beide Mannschaften nach einer monatelangen Pause. Deshalb sind die Vorzeichen einigermaßen gleich. Die VSG startet in Blau und Weiß von links nach rechts und hat die erste Chance. Cigerzi mit dem Lattenknaller und Usan mit dem Nachschuss. Ein erstes Ausrufezeichen in Blau und Weiß. Der BAK will die erste Finalteilnahme seit 2012 klar machen. Damals siegten sie im Endspiel gegen den Verbandsligisten Gato und setzten sich in der ersten Runde des DFB-Pokals einfach so mit 4:0 gegen den Emporkömmling aus Hoffenheim durch. Damals stand ein gewisser Roberto Firmino auf dem Platz. Den brauchen sie nicht. Sie haben schließlich Michel Ulrich und der macht das 1:0 für den Berliner AK. Die VSG erwischt den besseren Start, der BAK erwischt die offene linke Seite und bestraft diese Gastfreundschaft ohne Gnade. Der Rostocker Jung erzielt sein erstes Tor im Pokal. Der Titelverteidiger lässt sich auf der Gegenseite keine Verunsicherung anmerken. Sie starten den direkten Gegenangriff. Das ist Usan, der legt mit der Hacke auf Lemke. Der sieht auf links Meier, der Top-Torschütze, versucht es, doch scheitert an Pascal Kühn im Kasten. 6 Spiele, 6 Tore und 3 Vorlagen, das war seine Bilanz vor der Pause. Hier ist er noch wie die komplette Angriffsseite der VSG unerfolgreich. Deswegen geht auch die Führung für den BAK zur Pause in Ordnung vor den Augen einiger Schaulustiger, die sich vor dem Tor des Wurfplatzes versammelt haben. Sie sehen einen munteren Auftakt in die zweite Halbzeit, in der der Berliner AK weiterhin mehr vom Spiel hat. Das ist Tessel, der versucht es mit dem Schuss, Bethke ist zur Stelle und dann stehen sich Elgin Daoui und Abu Alpha wortwörtlich selbst im Weg. Leon Bethke ist der lachende Dritte, auch wenn er schon einen kassiert hat. Der ehemalige Würzburger Keeper sieht danach eine Ecke des BAK, die wird zunächst kurz ausgeführt. Die Flanke im Anschluss kommt trotzdem lang und die kommt auf den Kopf von Kauta. Bethke pariert, doch am langen Pfosten steht Charmaine Häusel und der macht das 2:0 für den BAK. Fortnite lässt grüßen, die VSG ist aber gar nicht in Spielelaune. Der Innenverteidiger beweist Abstauberqualitäten und erzielt sein allererstes Saisontor für den BAK. Im Sommer ist er vom damaligen Drittliga-Absteiger Groß Asbach in die Hauptstadt gewechselt. Der Titelverteidigungstraum der VSG scheint sich so langsam in der regnerischen Luft des Wurfplatzes aufzulösen, doch sie haben noch etwas Zeit, um diesen Rückstand aufzuholen. Nächster Angriff in Blau und Weiß. Die Abwehr des BAK ist so unentschlossen und da kommt Cigerci vom 16er ran. Pascal Kühner, Probleme im Nachfassen, macht er das aber stark. Der Schiedsrichter gespannt hat aber bereits auf Abseits von Skoda entschieden. Zum Leidwesen des Trainerstabs um Carsten Heine und der Union-Legende Thorsten Matuschka. Die können im Regen nur zuschauen und was sie sehen, das gefällt ihnen sicher gar nicht, denn der BAK kommt wieder über Nader El-Jindawi. Der legt auf für Michel Ulrich und der macht das 3:0. Für den Berliner AK. Es ist ein Sahnetag für ihn. Hier macht er den Doppelpack und zu Hause in Rostock feiert sein Mutterverein die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Ob er dort spielen wird, wenn seine Leihe endet, das bleibt noch offen. Hier sorgt er für einen großen Schritt, um den BAK in einer Woche um den Titel spielen zu lassen. Das Ergebnis überrascht jetzt auch in der Höhe. Der nominelle Favorit ist einfach zu harmlos. Vielleicht jetzt Cigerci mit dem Schuss aus der Distanz. Doch Pascal Kühn hat sich ebenso einen guten Tag ausgesucht, um aus der Pause zurückzukehren. Das, was die VSG auf sein Tor bringt, das hält er sehr stark. Der Regen hat vor dem Olympiastadion aufgehört. Die Schlussphase ist bereits angebrochen und Altklinike klammert sich am letzten Strohhalm. Der Berliner AK kann die Zweikämpfe nicht gewinnen. Und so kommt die VSG nochmal zu einem Abschluss durch Meier. 1:0 für Kühn und im Nachschuss noch 2:0 für den Keeper im direkten Duell gegen die Nummer 11. Der VSG, da freut er sich über seine gute Leistung und das, was sie möglicherweise einbringen wird. Der darauffolgende Angriff des BAK. Die VSG steht sehr offensiv, dadurch eröffnen sich Räume in der Hintermannschaft. Das ist Ulrich, der legt zu Philipp Fontaine und der hat das ganz feine Füßchen für den Kopf von Arslan. Der steigt doch, wer ist zur Stelle? Natürlich Charmaine Häusel, 4:0, jetzt ist der Braten endgültig durch.
Der Berliner AK bucht sein Ticket für das Finale. Schamainhäusel scheint die BSG-Abprall-Verwertungsstation an diesem Tag zu sein. Das 2:0 ist ja nach einem ähnlichen Muster entstanden. Für BSG ist es ein gebrauchter Tag. Obwohl er hier am Anfang gut pariert hat, musste er zum vierten Mal hinter sich greifen. Danach ist dieser Tag aber auch vorbei. Ein verrücktes Halbfinale im Berliner Pokal nimmt sein perfektes Ende für den BAK. Sie stehen im Finale nach 9 Jahren Abstinenz. Was das bedeutet, das erklärt Sean Kauter am Mikrofon von Tobias Tochala. Weil alle wissen ja, wir hatten eine lange Pause gehabt. Ich glaube, war es jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, ne? Und wir leben ja für diesen Sport, für die Spiele und alle einfach heiß drauf auf das Spiel. Haben lange drauf gearbeitet, das ganze Jahr. Und ja, heute lief es einfach gut für uns. Der große Traum lebt und wer ihn Realität werden lassen darf, das erfahren wir nächste Woche. Der Berliner Athletikclub trifft am Finaltag auf den BFC Dynamo.